皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ナオです。So, Naoto ist wieder da und heute ist am schon 29. am Oktober und ja, Deutsch, worüber ich frage mich, worüber ich spreche. Ja, so der Deutschkurs B2/3 hat heute begonnen. Und ja, es dauert für 2 Monate wie letztes Mal, so B2-1 und B2-2. So, ich habe schon ja beim Goethe-Institut B2-1 und B2-2 so für 4 Monate gelernt. Und ja, jetzt so andere 2 Monate bis Ende Dezember. Aber ja, ich finde den Deutschkurs so B2-3 toll oder gut. Und es gibt da ungefähr 15 Studenten, wie heißt das, including me, inklusive mich. Und ich kenne schon ein paar Studenten von letzten Deutschkurs, aber besonders meistens sind neu. Ja, also, und sie kommen aus Korea oder aus Italien oder aus Ägypten und ich kenne schon die Lehrerin. Lehrerin ist gleich wie letztes Mal und das ist auch gut. Und ja, das ist alles, glaube ich. Ja, dann vielleicht kann ich auch über Halloween dieses Jahr sprechen. Obwohl ich keine Planung habe. So, was macht ihr so am Halloween-Tag? Was ist besonders in Deutschland, frage ich. Ich fühle mich, dass besondere junge Leute zu einer Kneipe oder zu einem Club fahren und ja, dann dort tanzen sie. Und, aber wenn ich zum Beispiel deutsche Leute frage, ob die Halloween sehr berühmt in Deutschland ist, die Antwort ist normalerweise ist nicht so oder ja, nicht so typisch oder so nicht so besonderes. Andererseits in Japan glaube ich weiß nicht ganz genau, aber es ist sehr berühmt in Halloween, vielleicht wegen des Commercial oder wegen des Business oder so. Und so viele Firmen benutzen Halloween, um ihre Produktionen auszukaufen. Und ja, egal. Und anyway, so. Ich frage mich, was ich machen soll. Schon übermorgen und ich habe keine Planung. Vielleicht. Aber das Problem, nicht das Problem, aber der Tag, der Halloween stattfindet, muss ich nach Tübingen, ja, Agenturarbeit, zu meiner Firma fahren. So, das heißt, vielleicht kann ich nach Hause um 19 Uhr ankommen. So, selbst wenn ich vielleicht mit meinen Freunden Planung habe, kann ich nicht vorbereiten. Oder. Ah, ja. Hi. Dann vielleicht über B2 prüfen. Ich werde die B2 prüfen im Januar nächstes Jahr, im Januar am 30. machen. Ich hoffe, dass ich kann entstehen. Aber ich weiß, dass meine Sprache ist nicht so gut jetzt. Nicht so, noch nicht gut. Oder für mich nicht so gut, wie ich hoffe. Und deshalb ja, muss ich das Sprachvideo weitermachen oder
immer, ich war immer, ja. はい。こんな感じです。Dankeschön. Gute Nacht. Jetzt ist schon spät und das, ja, ich bin ein bisschen müde. So, おやすみなさい。